Das verwirrt mich hin und wieder so ein bisschen. Das heißt also, wenn ich irgendwie so ganz... Wenn ich ganz verwirrt Stonebricks gegen Stonebricks eintausche, dann liegt das daran, dass mich diese Stimmen im Kopf ablenken. Diese Stimmen! Sie flüstern mir Sachen in die Ohren. Ja, ganz böse Sachen. Warum ist hier eigentlich... Ach ja, weil ich hier Kohle abgebaut habe. So, ich überlege auch, ob ich hier über den Lichtern nicht vielleicht auch so ein Ding bauen sollte und dann entsprechend, naja, dass das halt ein bisschen hübscher aussieht. So, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Glowstone und können unser Maschinchen nachfüllen. Weitere 64 und hier auch 64. Glowstone, Bricks, Klick. So. Dann arbeitet er weiter. Also ich muss das Getränk trinken, weil es wird langsam warm, aber ich muss mit der Hand möglichst das Etikett abdecken. Hm, lecker Trinkgeräusche auf der Aufnahme. Hm. Wer mag das nicht? Okay. Hier muss ich wieder was abreißen. So, kommt alle her. Ihr kleinen Minecraft-Steinchen. So, okay, jetzt sind wir an dieser Höhle vorbei. Ich könnte ja mal gucken. Hm. Also hier ist die Höhle nicht. Ich stehe auch. Wir müssen eigentlich hier hinter... Hier? Hm. Okay, ich sehe hier jetzt gerade nichts. Aber das investigativieren wir später. Ah, er gräbt noch. Das Problem ist, ich habe immer noch den Digitalton an. Das heißt, ich höre nicht, wenn er hinter mir gräbt. Das höre ich nur. Komischerweise muss ich mich immer räuspern, wenn ich diese Energiedrinks zu mir nehme. Ich weiß auch nicht. Aber schön wieder Gravel einsammeln, weil das brauchen wir. Ich muss ja im Endeffekt noch einen zweiten Bahngleis auf die andere Seite bauen. Und so kann ich das auch ein bisschen überbrücken, während die Tunnelbohrmaschine da langweilige Tunnel bohrt. Weil das ist ja für euch nicht wirklich spannend, wenn ich hier was anderes mache. Nee, andersrum, wenn ich hier nichts anderes mache und einfach nur der Tunnelbohrmaschine hinterher gucke. Und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwelche Themen hier noch anschneiden kann oder so. Mir fällt nämlich jetzt gerade nichts ein. Also letztens hatte ich ein super Thema. Das ist dann so, du liegst im Bett, willst einschlafen und hast ein super Thema. Und denkst du, jo geil, das kannst du doch, während du Minecraft aufnimmst, kannst du doch davon erzählen. Das ist doch total tolles Thema. Total super, dieses Thema. Und dann irgendwann stellst du fest, wenn du aufnimmst... Scheiße, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, worüber ich reden wollte. Ist komplett weg. So Blackout-mäßig, so puff, weg ist. Was liegt denn hier noch? Achso, es war wohl ein Dirt. Ein einsames Dirt. Oh, du kleines einsames Dirt. Lass dich mitnehmen. Irgendwie wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich die Dinger hier lassen würde. Dann wäre es hier nicht so dunkel. Aber die sehen irgendwie komisch aus. Die müsste ich sowieso dann einen höher setzen, ein Feld. Wow, ich habe nur noch 107 Uses für dieses Ding hier. So. Nicht, dass hier noch irgendwas spawnt. Hin und wieder spawnen die Sachen. Ich kann die schon wieder nicht mitnehmen. Bauen wir mal ein paar Kisten dahin. Zack, zack. Warum tue ich eigentlich immer zwei Kisten hinbauen? Jetzt habe ich aber auch wirklich haufenweise Gravel. Stone Bricks, Stone, Coal Ore. Tun wir da auch mal rein. Ja gut, langsam haben wir wirklich... langsam kann ich dich zuscheißen mit Gravel. Insufficient Fuel. Er ist schon wieder 64 Felder weit. Echt? Hallo? Findest du? Ja. Gut. So. Alter, ist ganz schön dunkel hier. Krieg richtig Angst. Nicht, dass gleich ein Creeper hinter mir spawnt.
Außerdem hat er schon wieder kaum... Ah, das ist übrigens ganz toll eigentlich mit den Glowstones. Nee, das ist eigentlich gar nicht so toll, weil er verbraucht doppelt so viele Glowstones. Das heißt, ich muss tatsächlich Glowstones holen. Ich komme nicht drum rum. 21? Wie jetzt? Er hat kein Fuel mehr? Ach, er hatte wahrscheinlich nur noch einen Glowstone, oder? Kann das sein? Könnte sein. Habe ich recht? Ja. So, allmählich. Wie weit sind wir eigentlich noch? 188 noch. Pyramide ist jetzt ein Waypoint, den ich nicht wirklich als sinnvoll erachte. Und ich futter mal kurz ein Steak, bevor ich 600 Meter nach Hause laufe. So. Bunnyhopping. Lalala. Ich brauche die Hand nicht an der Maus. Er läuft ja eh geradeaus. Unser kleiner Steve. Na wobei, wenn ich mir das so angucke, wie ich Bunnyhopping mache, würde ich wahrscheinlich irgendwann auf der linken Seite runterfallen. Ja, ruckel ruhig, während du Chunks nachlädst. So wird das dann auch laufen, wenn... Ja, das zum Thema einfach gerade auslaufen. Hand von der Maus. Mhm. Klingt ja fast wie in einem Porno. Hand von der Maus. Du weißt, wo du die Hand hinzutun hast. Das zum Thema, was ich vor einigen Folgen hatte, so von wegen, das guckt hier bestimmt kein Mädel. Nee, keine Frau gucken hier, Minecraft. Warum sollten die das gucken? Das ist total langweilig. Die sagen sich, ich lackiere mir lieber die Fingernägel. Das ist viel spannender, als das hier zu gucken. Der redet eh nur gequirlten Scheiß. Der redet so selten über moralische Dinge. Und über Gefühle redet er auch nicht. Apropos Gefühle, ich könnte hier eigentlich einmal... völlig chaotisch alles dicht bauen. Wo ist das Loch? Weiß ich nicht. Ja, völlig chaotisch alles dicht bauen. Ja. Ich habe immer Panik, dass ich gleich in die Schlucht falle. Wo ist die Schlucht? Wo ist die Schlucht? Okay, hier sind also schon Steine. Bauen wir die einfach nur dran. So. So. Alter, das gibt's ja wohl nicht. So. Jetzt ist das hier wieder einheitlich. Obwohl wirklich, also... da, wo die sind, will ich wirklich Stonebricks hinmachen. Das sieht besser aus. Wow, das wird ein Spaß. Gucken wir mal, haben wir Stonebricks dabei? Dirt, nö, haben wir nicht dabei. Dann können wir das sowieso nicht jetzt machen. Aber ich kann ja schon mal die Dinger vorbereiten. Die Dinger vorbereiten. Er hat gesagt, er bereitet Dinger vor. Sehr witzig, hahaha. So, finde ich total lustig. Lustig, haha, lustig. Ja, der ist mal wieder fall. Nein, böse. Böse Hand, die hier die Blöcke wechselt. Tu das nicht, wenn ich hier... so. Puh. Also ich habe jetzt schon seit kurzer Zeit nichts mehr von der Party gehört. Es ist 12:15, sind die etwa schon fertig? Das kann ja wohl nicht angehen. So früh schon fertig? Habe ich euch erlaubt aufzuhören mit der Party? Wir schließlich noch ein bisschen Minecraft aufnehmen. Ich habe doch erst eine Stunde. Stunde Minecraft. Das ist doch gar nichts. Das ist quasi in Menschenzeit ist das nix. Moment, eine Stunde Minecraft-Zeit meine ich natürlich. Aber ich habe ja nicht eine Stunde Minecraft-Zeit aufgenommen. Ich habe eine Stunde Menschenzeit aufgenommen. Jetzt. Hirn fängt schon wieder an, Aussetzer zu haben. Ist schon wieder so wie letztens mit dem Gravel. Wo die ganze Zeit so... ja. So, da muss ich jetzt dran denken. Alle 8 einfach mal einen auslassen.
Ja, ist klar. Ja, ist klar, den grabe ich jetzt weg. Mhm. Ja, so sehe ich aus. Ja, ist klar, den grabe ich jetzt weg. So sehe ich aus. Ja, ist klar. Ich bin so ein Idiot. Warum hat der nicht getropft? Siehst du, der hier tropft nicht. Den kann man weggraben. Der auch nicht. Will ich hier schon wieder spinnen? So. Achso, das ist... Ich dachte schon. Ich dachte schon. Warum fällt denn der nicht runter? So, dann machen wir jetzt Erde rein. Dann sieht das ungefähr so aus wie später. Ungefähr. Ja, nee. Also, das lassen wir mal. So, lalalala. Plitsche, 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 platsch, platsch. Hm, okay. 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 Jo. Ich sollte jetzt endlich mein Material holen. Was war das eigentlich nochmal? Was wollte ich jetzt holen? Ach ja, ich wollte Stone Bricks. Das ist übrigens auch nervig bei dieser Version des Shaders. Man gucke mal hinten die Linien. Also die da, die sind dicker als die Linien. So, jetzt gehe ich kurz mal in die Options, Shaders und klicke hier Text Min Nearest, 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 Nearest Linear, Nearest. Und jetzt, das ist dieselbe Einstellung wie eben, nur ich habe alle Einstellungen, bin ich durchgegangen. Jetzt sieht die Textur plötzlich viel geiler aus da hinten. Ich weiß auch nicht. Und irgendwie ist die Performance auch besser, habe ich... Ja. Irgendwie ist die Performance besser, habe ich den Eindruck. Ruckel, 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 ruckel. Ja, ist klar. Achso, da hinten ist eine Höhle. Ich dachte schon, was ist denn da? Wir müssen mal wieder ein bisschen Clay... Ein bisschen Clay farmen. Ja, hä. So. Ich glaube nämlich nicht, dass man... Das gibt 4 pro Block. Ich weiß auch nicht, warum Minecraft hier gerne ruckelt, wenn ich irgendwas weggrabe. Ich habe keine Ahnung. Man merkt es immer so ein bisschen, so ein leichter Ruckler ist drin, wenn ich was weggrabe. Keine Ahnung, woher das kommt. Auf jeden Fall. Echt jetzt? Ich habe mir hier Cleanstone gebrannt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie blöd kann man eigentlich sein, Cleanstone brennen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und zack. Den Rest Clay packen wir mal. Nein, die Kiste hier. Zack. Wir haben übrigens noch Harden Clay. Ich überlege gerade. Eigentlich wollte ich ja im Endeffekt für unseren Kollegen hier, der uns hier lustige Spitzhacken verkauft, der Schmied, der sagt hier, Iron und Sticks tausche ich euch gegen eine verzauberte Spitzhacke. Ja, das ist lustig. Eigentlich ist es Cheaten, aber ja, egal. Naja, es ist in dem Sinne nicht wirklich Cheaten. In meinem lustigen kleinen Minecraft-Universum gibt es eben halt einen Schmied, der dir Unbreaking-Sachen verkauft. Vor allen Dingen ist ja nur Unbreaking 3, also soll heißen, der verkauft die auch nicht mehr. Außerdem kann ich ja dann nach unten gehen. Hier nach unten und kann mir Sachen... Wow, ich habe schon wieder 32 Levels. Und kann hier entsprechend mit dem Enchanting Table hier, der ja auch mit einem Mod quasi ausgestattet ist. Show Vanilla Enchanting Window. Ja, können wir auch alternativ das Vanilla-Ding. Aber ich kann hier irgendwas draufpacken, zum Beispiel mein Schäufelchen. Zack. Und dann sehe ich Fortune 1, Silk Touch 1, Fortune 2, Fortune 3, hier Unbreaking 3, 2, 1, Efficiency 1, 2, 3, 4. Ich habe momentan Unbreaking 3 drauf und er zeigt mir auch an, dass es... Ja, ich habe die Level jetzt selber festgelegt, die das kostet. Ich könnte mit der Flamme auch die Enchantments entfernen, aber will ich nicht.